Offiziell präsentiert von der IWA Auto Classics, Eyes on Target. Und unseren Partnern Gecko Ammunition und VfG Weaponcare. Moin und Waldmanns Heil von der IWA 2023. Jetzt bin ich angekommen am Stand von Proof Research und neben mir ist der Ben. Ben, nice to meet you. Yep, same here. Ben spricht Englisch, ihr sprecht Deutsch. Insofern mache ich im Video direkt die Übersetzung aus dem Gespräch zwischen Ben und mir. Ben, you're from Proof Research. Please tell a little bit about you. What is your job at Proof Research? And then we can go on later about the company Proof Research. Okay. So please introduce yourself. Yep, my name is Ben White. I am the lead product development engineer. So I run all our new product projects and also work with a lot of our OEM customers, where we supply barrels to another company. Okay. So, Ben kommt aus der Produktentwicklung, sitzt dort direkt im Team, was sich um die Entwicklung sämtlicher Produkte, des gesamten Produktportfolios kümmert. Und wir werden gleich nochmal Ben fragen, was im Detail dann genau die verschiedenen Produkte sind. So, sounds like a great job. And I would like to say it's a job with a great work-life balance, because you need the life balance, because everything what you're doing is a great life, so you need this kind of balance. Is this right? Yep, absolutely. Okay. So, there's a lot of us, myself included, that work at Proof. They're real passionate about the shooting sports. We get out and hunt, we get out and shoot. It's absolutely a lot of fun. Yeah, perfect. Also Work-Life-Balance ist im Grunde kein Thema, weil alles, was dort gemacht wird, einfach ein großartiges Leben ist, sodass man sich dann am Ende gar nicht mehr von der Arbeit erholen muss. Und das gesamte Team hat eine sehr große Passion im Bereich Schießsport und Waffen und da schlägt einfach das ganze Herz. Ben, please tell the audience a little bit about Proof Research. Where are you located and what are your focus on product development and product portfolio? Okay. Proof Research is located in Columbia Falls, Montana. We're primarily known for our composite barrels. So we take, we cut rifle stainless steel barrels and then wrap them with carbon fiber. So they're both lightweight and they perform. Okay. Also, Columbia Falls. Yes. Columbia Falls, Montana. Okay. Columbia Falls, Montana. Ich muss mich nochmal rückversichern. Da sitzen Sie und das Hauptprodukt, worum Sie sich beschäftigen, sind Carbon Fiber, also Carbonläufe, die sie entwickeln. Damit sind sie tatsächlich auch groß geworden, so habe ich sie zumindest kennengelernt. Sprich, man nimmt sozusagen eine Laufseelenachse aus Stahl, die wird dann mit Carbon umwickelt, sodass ich dann am Ende so ein Hybridprodukt habe aus Stahllauf verstärkt durch Carbon. Dadurch sehr gute, präzise Eigenschaften habe, aber natürlich auch eine große Gewichtersparnis. But carbon fiber barrels is just one part of your portfolio, because I know it, I have a steel match barrel for my 300 PRC. Yep, we make an awful lot of steel barrels. Again, it's cut rifled, you know, so premium quality barrels, you know, the best accuracy. So we, most of what we do is carbon, but we do a tremendous amount of steel as well. Yep. And specifically for that long range match market. So. Of course. Ja, also nochmal bestätigt, es sind eben nicht nur die Carbonläufe, sondern eben auch Matchläufe aus Stahl und insbesondere für den präzisen Einsatz, sprich Wettkämpfe, Long-Range-Schießen, Matchläufe, das ist das, wo Sie mit Ihrem Produktportfolio zu Hause sind. Just a short question about the barrels. What is the way you manufacturing the barrels and how you put the rifling in the barrel? Yeah. So we first start by drilling a hole down the middle. It gets reamed up to close to the final dimension, and then we cut rifle it, which means there's a cutter that makes a pass down each groove, and it takes about a dozen passes to cut each groove to depth. Yeah. So very involved process. Yeah, and really, really precise. Because, because I know the group, then I can shoot with your barrels. It's fantastic. Yeah. But we can go in this point later. Also, Sie machen wirklich im Grunde die klassische Variante, wo eben natürlich das Loch in den Rohling geschnitten wird und dann wird sozusagen das Laufprofil in dieses Rohr hineingeschnitten und dadurch können Sie diese große Präzision in den Läufen erreichen und einfach diese überragende Matchqualität in Ihren Läufen garantieren. Short story. I was down in Namibia for a hunting trip and also for long-range shooting. And on the first day, we sighted in our rifles. And a guy behind me saw the first impact,
was right on point. So the I took the second shot. Oh, it's a miss. I took the third and the fourth and the fifth shot. Oh, all misses. Wait a little bit. Come with me to the paper target. It's not a miss. It's just one hole. Yeah, outstanding. Outstanding. So and it's. I think there are a lot of manufacturers for barrel out there, but with your barrels, it's outstanding accuracy. So thank you for this product. Yeah, absolutely. Ich habe kurz erzählt, ich war in Namibia, habe da meine Waffe eingeschossen und hatte dann den ersten Schuss gleich auf der Scheibe, da wo er hingehört, und habe dann noch ein paar Schuss hinterher gemacht und derjenige hinter mir sagte, Mensch, jetzt hast du aber daneben geschossen, der nächste ging auch daneben. Und dann habe ich gesagt, nee, warte mal einen Moment, komm mit nach vorne zur Scheibe. Und am Ende hat sich herausgestellt, es war ein einziges Einschussloch mit den Schüssen, die ich abgegeben habe. Und ja, es gibt viele Laufhersteller, die gute Läufe bauen, aber es gibt nur wenige, die Läufe bauen mit einer so überragenden Präzision, dass man einfach wirklich in der Lage ist, Loch in Loch immer wiederholt zu treffen. We covered the barrel part of your product portfolio, but we are seeing in the background some rifles. Please tell a little bit about the rifles. Yep, absolutely. So, make a wide variety of rifles, primarily for hunting. Yeah. So we make the barrel, obviously. We also make the carbon fiber stock completely from raw materials in-house. Okay, yeah, perfect. Also, Sie machen natürlich da weiter, wo Sie bei den Läufen nicht aufhören, sprich bei dem Carbon, und produzieren in-house Ihre eigenen Waffen, die sich primär an die Jagd widmen, und dann natürlich auch immer unter dem Aspekt lightweight, especially for mountain hunters, This is a lightweight, like mountain hunting rifle. We also have stuff that's more for long distance hunting, and then also like kind of a crossover. Tactical competition style stock, but still very lightweight. Yeah, perfect. Also, Carbonläufe, eigene Entwicklung, dann eben alles verpackt mit einem guten System und dann die Schäfte auch aus eigener Entwicklung, aber tatsächlich nicht nur in der Kategorie Lightweight Mountain Hunter, sondern eben auch in dem Bereich Long Range Shooting, Long Range Hunting, dort wo es möglich ist, aber jetzt auch mehr und mehr in dem taktischen und sportlichen Bereich unterwegs. Sounds really great. The action is also from Proof? It's labeled for us. We use several premium actions. We partner with other companies. So this is a Zermon Arms out of Nebraska. We also use Lone Peak Arms and Defiance Machine. Okay, but you're putting together the whole rifle in your house? Correct. Okay. So, also die Systeme, die werden von anderen Premium-Herstellern beschafft, die fertigen sie nicht in-house. In-house wird dann aber das gesamte System zusammengesetzt, die Flächen getrued, also dass sozusagen die Seelenachse zum Stoßboden rechtwinklig ist, das gesamte Tuning, die ganze Customization, also die Benutzeranpassung, das findet in-house statt. Sounds really great and thank you very much for the short introduction into Proof Research and the short insight in your company. Yep, absolutely. And I wish you a really good time here at IWA Nürnberg and thank you for the interview. Ich habe noch mich kurz fürs Interview bedankt, ihm eine gute Zeit hier auf der IWA gewünscht und ich kann einfach nur sagen, aus eigener Erfahrung, die Produkte haben mich einfach überzeugt, weil mich einfach Präzision überzeugt und wir hier einfach jetzt endlich die Möglichkeit hatten, mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Proof Research zu werfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, euch im nächsten Video wieder zu begrüßen.